Heute kommt ein eher kürzeres Video und ein Video eher etwas aus der Reihe. Vielleicht habt ihr schon im Titel gesehen, aber ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro und dann erkläre ich euch Näheres dazu. Dieses Video ist jetzt etwas anders. Es hat natürlich trotzdem mit Pferden zu tun. Und ich bin leider ein bisschen erkältet, also tut mir leid, es ist auch nicht gerade warm hier draußen. Aber gut, ich stelle euch heute nämlich etwas vor, was ich selbst kreiert habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach, vielleicht gefällt es euch. Ich weiß nicht, wer es vielleicht schon erkannt hat. Es ist halt gerade komplett weiß. Na gut, okay. Es geht um meinen eigenen Kalender. Ich habe nämlich einen eigenen Kalender erstellt mit Bildern von Juni und mir, die aus ganz verschiedenen Jahren sind. Also von der Zeit, an dem ich ihn bekommen habe, bis hin zu heute, bis hin zu diesem Monat. Wir haben uns jetzt schon, wenn ihr das Video seht, auch 4 Jahre. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Also vorne und hinten ist erstmal so eine weiße Schutzschicht einfach. Die könnt ihr komplett ignorieren. Und wenn ihr es unbedingt wollt, könnt ihr sie auch irgendwie, solange ihr den Kalender heile, das abmachen. Dann ist eine erste Seite, wo einfach so ein Hauptbild ist, was man auch so aufhängen kann. Dort habe ich dann aber auch zum Beispiel unterschrieben, wenn ich hier irgendwie ein Kalender wegging, da habe ich eine Signatur drauf gesetzt. Dafür ist diese Seite auch extra kreiert, dass hier genug Platz ist und ich keine Kalenderseite zerstöre, um eine Signatur drauf zu setzen. Dann würde ich sagen, suche ich mal ein Bild raus. Ja, wir nehmen mal direkt Januar. Tada! Das ist dann zum Beispiel ein Bild für den Januar. Also das ist jetzt das Januarbild. Dieses Bild finde ich total süß. Und es ist halt knuffig. Hier ist dann der Monat. Und hier unten, wie ihr seht, bis zum 31. Also kann dieser Kalender jedes Jahr wieder neu benutzt werden. Weil ihr keine Tagesanzahl habt, sondern ihr könnt dann irgendwie eine Markierung setzen mit einer Klammer oder sowas, welcher Tag heute ist. Und ja, im Januar sind es halt 31 Tage, in anderen Monaten sind es nur 30 Tage. Für den Februar, wenn er 28 Tage hat, geht man nur bis zum 28. Nein, der Februar hat immer 28 Tage. Never mind. Es gibt aber auch natürlich für jeden Monat ein anderes Bild. Ich will euch jetzt nicht zu viele Bilder zeigen, weil sonst wäre das ja ein bisschen doof. Hier zum Beispiel im Juli haben wir ein Bild, wo Juni und ich noch recht kurz zusammen waren. Da hatte nämlich noch seine alte Futterschüssel. Aber ja, hier auch wieder bis zum 31. Okay, jetzt habe ich wieder einen 31. erwischt. Und natürlich ist das Bild auch immer ungefähr passend zum Monat. Also in den Wintermonaten ist er ein winterliches Bild, in den Sommermonaten ist er ein sommerliches Bild. Und im Herbst, Frühling ist halt eher ein Bild, wo er so halb plüschig ist. Weil das ja immer so die Übergangszeit ist. Genau. Ich habe die Bilder alle selber ausgesucht. Und die sind auch von uns alle selber aufgenommen worden. Jo. Wir haben natürlich aber auch zum Beispiel für den November Reitbilder drin. Das ist auch noch ein älteres Bild. Da haben wir sogar noch die ganz alte Trense. Und hier jetzt einen Monat mit 30 Tagen erwischt. Yay. Ich fand das Bild einfach irgendwie knuffig, weil er da so richtig süß guckt, auch wenn mich die Mütze hier stört. Aber das ist egal. Mir gefällt das Bild. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch ab Bilder zeigen. Nach dem Dezember, der dann kommt,
ist die weiße Seite. Noch eine weiße Seite theoretisch. Und dann könnt ihr wieder nämlich auf das erste Bild zurück umschlagen. Was ich damit aussagen will, ist, dass ihr diesen Kalender dieses Jahr kaufen könnt für dann nächstes und übernächstes Jahr. Es ist limitiert, weil wir erstmal nur ein paar bestellt haben, um zu gucken, wie das bei euch ankommt. Aber ich habe welche, ihr könnt sie bestellen. Und wenn sie weg sind, dann sind sie weg. Ich würde jetzt einmal in den Kommentaren von euch wissen, was ihr denn von dem Kalender haltet. Und wenn ihr einen Kalender haben wollt, könnt ihr mich einfach per E-Mail anschreiben. Die findet ihr in der Kanalinfo hier bei YouTube. Oder auf Instagram per DM anschreiben. Das geht beides. Der Kalender hat dann auch einen Preis. Den könnt ihr hier jetzt sehen. Vielleicht sagt ihr im ersten Moment, huch, das ist teuer. Aber ihr müsst halt bedenken, da wir den Kalender ja auch alles kaufen müssen und dann auch die Versandkosten mit und alles dazukommen, muss sich das ja auch alles wieder rentieren. Der Kalender ist die ganze Zeit erhältlich. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben und ich versuche ihn dann so schnell es geht zu verschicken. Was ich dann von euch benötige, ist ein Name, an den es geschickt werden soll, dann eine Adresse, an die es geschickt werden soll. Und ich müsste wissen, ob der Kalender signiert werden soll oder nicht und wenn ja, wie und dann von Zoe für die und die Person oder nur für die und die Person oder nur von Zoe. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es als Geschenk versenden, dann ist es auch möglich, den Kalender direkt an die zu beschenkende Person zu senden. Wenn ihr jetzt sagt, der Kalender soll direkt als Geschenk versendet werden, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben und mir das sagen. Dann kann ich noch eine schöne Schleife drum machen oder ähnliches. Oder noch von euch eine Grußkarte mit dazu packen, die dann vielleicht auch selbst gebastelt ist. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und freue mich auch in den Kommentaren über super viele Kommentare zu diesem Kalender, was ihr davon haltet, wie ihr es findet. Und ja. Drückt die Tasten und ich würde sagen, an der Stelle lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, um mir zu zeigen, dass ihr den Kalender mögt und abonniert auch meinen Kanal, weil vielleicht kommen ja noch weitere Sachen. Schreibt einen Kommentar zu dem Kalender, wie ihr ihn findet. In diesem Kalender sind ja auch ganz viele schöne Momente und Erinnerungen drin, die vor allem mir, wenn ich dieses Bild angucke, weiß ich, ah ja, das war ein richtig schöner Moment. Ich weiß ja nicht mehr das genaue Datum, aber das ist nicht so wichtig. Und dann würde ich sagen, könnt ihr hier vor mir oben direkt ein Video sehen mit ganz vielen schönen Momenten. Und darunter könnt ihr ein ganz altes Video sehen, wo wir noch ziemlich klein waren. Lasst doch gerne einen Daumen, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal oder bei einem der beiden Videos. Tschüss!